Okay, wir haben, schätze den Preis, Ente und Kartoffel. Was ist das? Duck and po. Das Hundefutter, ne? Wie viel Kilo ist denn das? Keine Ahnung. Ich weiß, dass Hundefutter ziemlich teuer ist. Ich weiß, dass Hundefutter ziemlich teuer ist. Jedenfalls, wenn das so aussieht, dann sieht das schon mega teuer aus. Ich bin's, die Gewinnerin. Geil. Das geht schon mal gut los. Das ist sehr schön. Oh, ich habe gar keine Ahnung. James Bond, JR. Was ist das? Wie teuer wird denn sowas sein? Schau mal. Ich glaube so viel. Boah. Queen. War übel nah dran. Der Rego. 350. Boah, 350 ist bitter. Was ist das? Schätze den Preis. Das sind einfach Perlen. Brandneu. Perlen. Aber ich weiß, dass die auch teuer verkauft werden. So Tanten, so. Ich sag jetzt mal, vielleicht ist es zu teuer, aber dann lässt die sich aber abziehen hier. Acht noch was für so viel. Bei Teddy kostet doch schon so ein Beutel 3 € und bei Kick. Okay, das ist neu, sonstiges. Ja, aber das ist doch schon ausgepackt. Wie kann das neu sein? Ja, okay, es sind zwei. Sagen wir mal, ich glaube so viel. Naja, okay. 63 für zwei Stück. Plus das geht. Aber warum neu, wenn es ja ausgepackt ist? Check ich halt nicht so ganz. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Eins, zwei, drei, vier. Schätze den Preis hervorragend. Refresh. Status verkauft. Hä? Vier Stück oder sind es Schutzfolien? Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal, es sind Schutzfolien. Ich hätte den Joker nehmen können. Ich hätte den Joker nehmen können. Oh. Alter. Neu. Aber auch ausgepackt. Marc Jacobs. Du, ich bin keine Beauty-Tante. Ich schätze mal so. Mehr würde ich jetzt, glaube ich, nicht bezahlen. Außer es hat Goldpartikel. Ja, okay, ich bin dumm. Man merkt, ich bin kein Beauty-Blogger. Ich kann aber sagen, ich habe eine Null zu viel. Ja, wie Strohhalm. Deine Cam ist im Weg bei den Schätzen. Achso, gleich nach der Runde schiebe ich sie weg. Nach der Runde schiebe ich sie weg. Schätze den Preis. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Toll. Geil. Ich wollte 130 sagen. Was ist das? Mix-Ding. Zwei Mini Wix, Wix, Wisch, Wix. Keine Ahnung. Also mehr würde ich nicht geben. Was? Hä? Das ist doch Küche. Küche ist doch immer teuer. Küche ist doch nie billig. Also. Ich bin die Einzige, die scheiße ist gerade. Olei, Olei. Komm, was für eine Creme? Nachtcreme. Wenn die jetzt mehr kostet wie ein Zehner, dann. Ja, okay. Okay. Geht klar. Wenn ich mir überlege, so eine Nivea-Creme kostet auch schon das halbe Vermögen. Benutze ich gar nicht. Ich hasse das. Buh. Was ist das denn?
Sieht aus wie ein Sexspielzeug oder ein Folterinstrument. Was soll das denn sein? Mit USB. Schon 40. Sogar noch falsch. Ich habe immer noch den Joker, ich bin so dumm. Mich erinnert auch keiner an den Joker. Was steht denn da drauf? Gebraucht. Fünfer. Mehr gibt's nicht. Und hat Falten. Eigentlich müsste ich Geld bekommen, wenn ich den Scheiß kaufe. Na, komm. Oh, dieses Runterzählen ist ein bisschen zu lange, glaube ich. 11,37 Euro für ein zerknittertes Herrenkleidungsdingsbumsdingens. Größe 36. Ich trage 36. Schätze den Preis. Bremen versus Köln. Oh, Fußballartikel. Bestimmt teuer. Aber ich glaube, das ist nicht viel wert. Also, dass da nicht viel geht bei sowas. Bei dem hier. Bremen versus Köln. €4. 2 € für Bremen und 2 € für Köln oder was? Ei. Ach, von 2015. Ja, toll. Jetzt muss ich die Cam schnell umschmeißen, bevor er mir an den Kragen geht. Ich muss ja nur suchen. Wo ist dabei der Cam? Neue Cam. Ich muss meine Cam wegpacken. Da. Ich hab die Cam weggepackt. Ba. Noch einmal spielen. Geht der Link noch? Ja, geht. Am Handy echt bescheiden, ja. Schon scheiße. GG an alle, ja. GG an alle. Lisa macht aus der Badewanne mit. Oh, wie toll. Quietscheentchen, ich hab dich lieb. Link? Müsste der sein. Müsste halt echt der sein. Oder ist das jedes Mal ein neuer Link? Nee, das ist der alte noch. Der alte gilt. Der geht noch. Da macht ja noch jemand mit. Ihr wollt mich alle nur fertig machen. So, damit herzlich willkommen zu Guess the Price. Mal gucken, was abgeht. Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn hier los? Was zum. Hä? Kinderspielzeug oder was? Sieht aus wie so eine Fingerpuppe. €10? Was? Für so ein bisschen Stoff? Jawohl, Strohhalm hat's raus hier, ja, unser japanisches Öl. Was ist das? Ach so Abperlscheiße. Naja, sind wir mal, machen wir mal so, weil wegen Marke kenne ich nicht. Bei den anderen Autoteilen war ich sehr gut, was Preiseraten angeht, bei den Pflegemitteln. Ich habe nämlich früher als Teenie geliebt, Autos zu putzen. Keine Ahnung warum. 10,70. Wie kommt dieser Preis zustande? 10,70. Diese 70 Cent hätte man sich auch sparen können. Brandneu. Ich bin vorsichtig geworden. Oh nein, ich hätte den Joker benutzen können. Ich hätte so Lack gehabt.
Oh. Ich war zu teuer. Oh, Terrico! Hat wahrscheinlich wieder eine Null zu viel, oder? Von wegen Badewanne, das sagt sie immer. Pix, sonst glauben wir nichts. Ja. Schätze den Preis. C, Firma Fresh, Day Serum, Serum de Jo. Das sieht teuer aus. Das sieht sehr teuer aus. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind eBay-Produkte. Naja, war gut. Oh, boah, seid ihr. Kauft ihr öfters Beauty-Produkte? Ich nicht. Also wirklich nicht. Was ist das denn? Oh, das sieht aus wie vom Lastwagen gefallen, das Teil. Aber es steht neu. Naja. Nee, aber meine Mom hat sich das gekauft. Ach, deine Mom. Wieso? Wieso war ich so teuer? Warum meine ich denn, dass Technik immer so teuer ist? Es gibt doch die ganzen. Ah, ich darf's nicht sagen. Seiten. Wo es so einen Schrott für 2 Euro gibt. Was? Ja, ist jetzt nur das Gehäuse? Oder der ganze PC? Ich habe keine Ahnung. Marke kennt man auch nicht, also ich nicht. Aber der hat mehr Lüfter wie ich. What the fuck? Oh, zum Produkt. Ich wurde ganz zum Produkt, aber dann ist die Seite weg. Mann. Schade aber auch. Lavazza Blue. Lungo. Was ist das? Was ist das? Was, hä? Was ist das? Was für Kapsel? Was ist Kapsel? Was zum Kaffeetab? Ah! Na, ah, danke. Na, Fox, Burns, ein Pulli, gebraucht. Gibt's nur einen Fünfer. Den würde ich sogar anziehen. Ich finde den cool. Was? Ich dachte, das ist so. Was? Excuse me? Ja, wow! Etikett oder was? Da, keine Ahnung. 69 am Arsch. Was? Was ist das? Ich habe 69 aus Trolling geschrieben, weil was soll das? Was ist das? Baumwolle. Siehe Foto. Es ist einfach nur ein. Oh, okay, das wird, glaube ich, unter Sammlern teuer gehandelt, sowas. Weil die ja gar nicht mehr hergestellt werden. Aber ich glaube, eBay ist da nicht so. Ja, kam gut hin. Kam gut hin. Ich hatte mal selber so eine gehabt. Als kleinen Butschi. Ich finde so Sachen zum Hinstellen eigentlich voll cool, aber es verstaubt einfach alles mit der Zeit. Das ist die Scheiße. Schätze den Preis. Wobei Rost. Scheiße. Ja, halt's Maul. Ich hab ne Null zu viel! Ich hab unabsichtlich einen auf Terego gemacht! Oh, ich bin so dumm! Das fürs Auto, gebraucht. Fünfer mehr kriegst du nicht. So sieht's aus.
Also am Rand mit dem Namen ist abgeschnitten samt dir, was? Ah, warte. Das ist jetzt scheiße. Ich weiß, ich habe gleich keine Zeit mehr. Bub. Können wir so lassen kurz. Ah, ich habe einmal nicht getippet. Scheiße. Egal, ich fix das jetzt hier schnell. Das ist doof, dass das nicht so funktioniert, wie es sollte, ne? So geht's aber, oder? So. Kann ich's so lassen? Weil ich kann es irgendwie nicht anpassen. Das geht nicht ganz so rein. Also perfekt geht's nicht rein. Warte. So müsst's passen. Oder? Kann man das so lassen? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt ja meckern. Herzliche Glückwünsche an den Gewinner. Ihr seid ja geil. So, ich muss erstmal raus. Viel Spaß noch. Ja, danke. Kennst du Gartic? Show? Nein, kenne ich gar nicht. Ich bin jetzt auch raus. Dir auch noch viel Spaß. Viel Spaß. Kenne ich nicht. Gartic Show? Sagt mir gerade nichts. Die hauen alle ab. Das ist schlimm. Ist nicht schlimm. Nee, es gibt was anderes auch außer Gartic Phone. Das weiß ich. Kam als Werbung sogar in Gartic Phone angezeigt. Der Streamer muss Begriffe malen, die Zuschauer müssen raten und bekommen dafür Punkte. Ist das auch ein Browser-Game? Ich glaube, ich muss meine Nase putzen. Facecam flackert. Romeo, hallo. Kommt mal rein und meckert erstmal. Dafür liebe ich meinen Chat. Ihr seid die Geiste. Klar, Facecam muss ich nur einstellen. Das sind meine Lichter. Also meine LEDs, die sorgen dafür. Scheiße, ich war zu, na. Ich mache auch noch eine Runde, dann bin ich erstmal tauchen. Oh, alle gehen heute in die Wanne, ne? Unglaublich. Alle verzupfen sich in die Badewanne. Schätze den Preis, ein Fahrrad. Was wird es kosten? Das ist, glaube ich, so ein Elektroscheißding, oder? Ich habe echt kein Preisgefühl. Ja, ich auch nicht. Kann man sich davon nicht einen Gebrauchtwagen kaufen, einen ganz hässlichen? Frage in die Runde. Oh, Grafikkarte, Chief. Das ist meine Grafikkarte. Meine Grafikkarte. Wenn ich den Preis jetzt nicht richtig weiß, dann bin ich echt scheiße. Aber ich gebe einfach mal das hier ein und hoffe, es stimmt. Wo ist denn mein Kabel? Schon wieder im Schritt. Wir waren alle falsch. Ich bin ein bisschen schockiert. Aber die hat nur 8 GB. Was ist das denn? Was ist das denn? Puh. Also, es sieht ein bisschen so aus wie. Oh. Alter, ich muss mehr mit Mädels abhängen. Dann weiß ich auch, was Schmuck kostet. Also 5 Euro? Brandneu. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Kommt zum Glück gleich hier oben, was das sein soll. Null Plan. Futterautomat? Kein Chaos?
Vogelfutterkäfig Zubehör. Was? Ich dachte, es gehört zum Staubsauger oder so. Oder zu einem Drucker. Gott, wie komisch ist dieser Bildschirm. Brandneu. Man sieht halt nicht was oder wie. Boah, machen wir mal so viel. Ich habe keine Ahnung. Die schreiben immer brandneu, aber das ist dann schon geöffnet. Ich verstehe nicht ganz. Ja, komm. Alter, leck mich am Arsch. Das ist auch ein geiles Angebot. 89 Euro. Verkauft. Oh, Wohnmobil. So, die sind, glaube ich, teuer. Schauen wir mal. Nee. Machen wir so viel. Wir hatten, zu meiner Verteidigung, wir hatten schon mal einen, der war hässlich, der war alt, der war übelst kaputt. Und der hat so viel gekostet. Weniger gekostet als wie das. How to paint. Oh, mal nach Zahlen ist für mich Folter. Mal nach Zahlen kann ich gar nicht. Ich kriege da wirklich einen Anfall. Nach 10 Minuten mache ich einfach über das ganze Bild. Scheußlich. Ja, wir waren alle ziemlich, außer hier und ja. Aber 7,37 für Folter. Nicht schlecht. Das Dumme ist halt, dass da nicht steht gewerblicher Verkäufer oder privat, weil privat haben die Leute echt komische Vorstellungen. Was ist das? Oh, ich glaube, das ist irgendwas fürs Nutella-Glas, oder? Abu. Ich glaube, das ist was fürs Nutella-Glas. Jetzt haben wir 10 Euro, oder? Wird doch nicht alle drei sein. Dreier Badeset? Für Augen? Was? Ich dachte, das ist für Nutella. Dafür Augen? Boah! Ich glaube, der ist zum Schlachten. Ne? Ich glaube, das ist einfach so ein Kann-weg-Ding. Ja. Der ist zum Ausschlachten. Alter, wie das aussieht. Ganze Verkleidung abgemacht. Kabel hier. Die Reifen. Huhuhu. Der Rost rostet. L'Oreal, Man-Expert. So, an die Pümmel im Chat. Was kostet der Bums? Ich glaube auch nur so ein Fünfer, oder? Hyaluronsäure braucht der Mann. Ah ja. Alter. 16,99! Ich krieg Falten von dem Preis. Alter, willst du mich verarschen? Oh, das Handy hatte ich sogar gehabt. Zertifiziert refreshed. Okay. Neuer Stand oder alter Stand? Keine Ahnung. Ja, I'm back. Andere zahlen für Folter mehr Geld, ja. Hab keinen Plan, nutzt den Kram davon nicht, ja. Ich hab das Handy immer noch zu Hause, ich auch, aber kaputt. Es dient nur noch als Dummy. Aber krass. Es ist krass, wie man sich manchmal verschätzt mit was, ne? Also, ich hätte das jetzt nicht gemeint. Ja, meins ist auch kaputt. Ja, die halten ja nicht so viel aus. Das ist ja alles so Touch-Dings, Bums, Gedöns von damals. Wobei ich sagen muss, so Nokia war schon noch ganz geil. Herzlichen Glückwunsch. Alter. B2B Win, GG. Ja. Wir kacken hier ordentlich ab. Also ich kacke hier heute ordentlich ab. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so scheiße in dem Spiel. Eigentlich. Naja.
Hilft nicht. Aber was für Sachen da kommen. Ja, wir können gerne den anderen Modus auch mal benutzen. Da sehen wir das Produkt, was es kostet, müssen aber schätzen, in welche Kategorie es reingesteckt worden ist. Also unter was es die Leute verkaufen. Das ist richtiger Brainfuck. Das ist wirklich schwierig. Sehr schwierig. Das wäre auch mega nice. Können wir danach gerne machen. Ist wirklich wild. Sehr, sehr wild. Ich schätze den Preis. Ach, Telefonkarten. 12 D-Mark, 12 D-Mark, 12 D-Mark, 12 D-Mark. Hä? Gebraucht. Keine Ahnung. Okay, ich gebe auf. Ich kapituliere. Fünf schöne Telefonkarten. Ja klar, es sind ja auch Kekse drauf, richtig schön. Mich irritiert das, dass diese Karte auf so einem Hocker ist. Scheiße. Keine Ahnung. Strohhalm. Da ist dieses Pokémon-Logo, das ist normalerweise nicht da bei den Karten. Bei den richtig teuren jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Ich schätze den Preis, was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Was kommt da rein? Wie kommt das da rein? Was soll das? Was ist das? Bin mal auf die Auflösung hier oben gespannt, was das sein soll. 2004, was ist das? Spezialwerkzeug. Getriebehalter. Aha. Aha. Getriebehalter. Ach, für einen Fleischwolf. Das ist ein Fleischwolf. Gebraucht. Boah. Wehe, das kostet jetzt mehr. Da fühle ich mich verarscht. Ja? Gut. Ja, ist okay. Aber neu kosten die Dinger doch auch nicht mal so viel. Eigentlich. Außer das ist halt made in Germany, die Scheiße. Dann kosten sie schon viel. Nor, was? Nortec? Scheiner, was? Ich glaube, das ist so ein Auto-Taxi-Gedöns. Kann das sein? Dass es aufs Auto raufkommt? Eventuell? Auf so ein Taxi oder so? Werbung. Shop. Displayschild. Ja, gut. Ich habe nichts gesagt. Da steht da drauf. Aus Fotoapparaten. Nur Ersatzteile. Nur Ersatzteile. Ja, mach mal, das ist bestimmt Echtleder. Mach mal das hier. Sieht aus wie für ein Fotoapparat, oder? Ja. Geil. Hä, aber wenn da Ersatzteile steht? Ach so, ja. Dumm. Zubehör wäre gewesen, nur die Tasche. Schätze den Preis. €280 für sowas Hässliches, Protziges, Billiges. Alter, das sieht aus, als ob man es in einem 1-Euro-Shop gekauft hat. Oh, Mikrofon. Combi High Quality Dynamic Mikrofon. Gebraucht. Was? Ich dachte, die sind teurer. Ich dachte, das ist teurer. Schade. Was ist das hier? Das ist schon wieder so. Was ist das?
Anleitung, wie du dein Auto cool schließt? I don't know. Universal, aber 12 Volt. Ja. Neunundsechzig. Und immer noch Platz 1. Ich fresse einen Besen. Wie gut. Es gibt einen Designer-Wasserkocher von Chanel oder so. Boah, den muss ich mir. Den schauen wir uns ja gleich an. Ich schätze den Preis. Flut oder. 94! Hey! Gebraucht. Aber wobei, der Pulli war auch so teuer. Der Pulli war ja so teuer, ja. XXL. Aha. Damit könnte ich im Wald, glaube ich, übernachten, weil ich bin so klein. Ich bin ja wirklich extrem klein. Ich schätze den Preis. Okay, das sind so japanische China-Stiftgedöns da mit Rolldingern. Boah, ich sag mal so viel. Am Ende werden die billiger, aber ja. Come on. Künstlerbedarf. Man nennt sich also man darf sich Künstler nennen, wenn man die Dinger benutzt. Ja, ist es so? Cool. Das ist der Xerjov. Sag mal so viel. Der Parkettboden hat aber auch schon bessere Zeiten hinter sich gesehen, du. Da gab's aber auch Wasserschade. Was? 200 für ein bisschen Duft. Ey. Alter. Alle bekloppt. Alle verrückt mit den Preisen. Aber. Pff, leck mich am Arsch. Ja, komm. Gewinn noch öfters. Es ist einfach. Es ist so krass. Ey, da ist jemand viel im Internet am Shoppen. Warte, ich mach mal ein neues Ding. Verlassen. Erstelle ein Spiel. Kategorie erraten, ohne Preise erraten. Ja? 12 Runden, 25 Sekunden dauert eine Runde. Ein Joker. Ich bin kein Roboter, jetzt erstelle. Ich gebe euch den neuen Link. Warte. Link kopieren. Ich muss den alten Link hier rauswichsen. Ja, GG an dich. Du kannst es, im Gegensatz zu mir. Haben wir eine neue Kategorie. Der Wasserkocher ist Deutschland Gabbana Edition, soll 540 €. Alter. Wer kauft sich denn so einen Scheiß? Wer muss denn damit irgendwas kompensieren? Wer? Ich hoffe, ihr habt den Link. Ansonsten geht es zu dritt los. Auch nicht schlimm. Bitte. Ach, mein Fenster. Einfügen. So. Irgendwelche Menschen, die keinen Bezug mehr zu Geld haben. Das dachte ich mir gerade bei Gucci-Anhänger. Wer? Ja, ich finde die Sachen alle übelst hässlich. Also nicht nur übelst hässlich, sondern creepy vor allen Dingen. So. Schönheit ist Ansichtssache, aber das ist pervers. Das ist richtig pervers. Oh. Errate die Kategorie. Okay, wir haben Baugewerbe, Wohnwagen, Pflegemittel, Schmuck. Möbel. Ich sag Möbel. Ich sag, es ist ein Möbelstück. Kategorie Möbelstück. Bitte. Bitte. Yes! Baugewerbe! Geil! Habe ich das letzte Mal aber auch getippt. Und war dann am Ende sogar richtig. Flohspiegel. Errate die Kategorie, wir haben ein Shirt. Dann machen wir Damenkleidung. Aber ich glaube nicht, dass das eine Damenbekleidung ist. Doch, war es sogar.
Hä, das sieht aber nicht aus wie für Mädels, oder? Oder? Das ist so ein Unisex-Ding. Ich weiß es nicht. Ich würde es anziehen, ich find's lustig. Was ist das denn? Irgendwas mit Magnete, glaube ich. Sportmünze, Rasierer, Uhr, Parfüm, Werbung. Schmuck? Ich mach mal Schmuck. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Was? Rahmenanhänger? Hohle Rahmenanhänger? Erkennt man ja übel schlecht. Ja, ihr seid voll gut, wir sind alle Gleichstand am Ende. Außer es verkackt einer. Ja, okay, das ist klar. Das ist klar. Das ist sowas von klar. Wobei, wenn er das einfach bei Technik reingeschmissen hat, damit, dass es eher gefunden wird, dann ist es schon nicht mehr klar. Ja, sorry. Excuse me? Rasenmäher? Ah ja. Das ist von einem Rasenmäher? Okay, hier ist Laptop, das ist ein Laptop, 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 hier, Laptop. Lass den bitte heil sein, weil wegen. Nicht, dass er bei. Ja, gut, passt. Hätte ja auch bei Technik drinstehen können, ne? Aber sieht schon voll alt aus. Hier das unten jedenfalls. Meine Nase läuft die ganze Zeit. Das ist so belastend, ey. Ohne Scheiß. Errate die Kategorie. Das ist eine Drohne, ne? Elektronik wäre geil. Es kann aber auch sein. Ach, da steht doch Drohne. Ich bin doch dumm. Aber es kann so eine Fang, also so eine Falle sein. Dass es doch einfach Elektronik drin steht. Nee, doch Drohne. Ich drücke, ich muss echt genauer lesen. Manchmal stehen die Sachen halt einfach wirklich da. Oh, meine Nase, sorry. 42,99, die ist aber billig. Was ist das? Teleskop. Ja, hier, ab geht's. Gebraucht. Gebrauchtes Teleskop. Die Kategorie ist irgendwie voll einfach. Ja. Hä, das ist ja easy heute. Am letzten Mal, wo ich das gespielt habe, war das nicht so einfach. Also da waren die Sachen irgendwie total falsch aufgelistet. Warum nicht? Why not? The Clash. Errate die Kategorie. Ich nehme Joker. Ich nehme den Joker. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Schreibwaren. Was ist das? Hä? Sind das Stifte? Clash, der Standard. Rate die Kategorie. Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Na, dann machen wir halt Nahrungsmittel, oder? Ja. Hätte sein können, dass die Dose einfach als Deko verkauft wird. Das sieht nämlich ein bisschen so aus, als ob der Kaffee nicht mehr gut ist. Ich würde nicht mehr trinken wollen, irgendwie so. Ange Jack Wills. Das ist eine Bauchtasche, glaube ich, oder? Medizin, Kunststoff, Kostüm. Ich mache einfach das. Make-up? Was? Zum Teufel? Hä? Was ist jetzt los? Ah, die Seite hat geleckt. Kein Kaffee schlecht war. Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Ich glaube, da hat gerade das Ding geleckt. Browser. Reiter dunkel, dunkel, dunkel. Errate die Kategorie. Ja, das ist ein Handy, Smartphone. Ja. Smartphone. Ich war gerade nur total irriert. Irriert? Irritiert! Meine Fresse! Ja, Kaffee kann schlecht werden. Da wird es ja bitter, glaube ich, wenn du la zu lange offen stehst. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Alter. Sascha hat aufgeräumt, jo. Was findet ihr besser? Das oder, wie heißt es denn? Das ist mein Preis. Boah, mein Hals, sorry. Die ganze Zeit am Husten wie so eine Oma. Mit Preis, ja. Ich finde mit Preis erstelle ein eigenes Spiel. Preiserat, ne? Ich bin kein Roboter. Jetzt muss ich den Link schon wieder austauschen. Einfügen. Kann ich den Timer nicht nach hinten schieben? Ah! Doch, wenn ich hier drauf drücke. Geil. Jetzt habe ich das auch mal verstanden, wie das funktioniert. Hehehehe. Gästepreis. Größte Preise. Wir sind, glaube ich, nur zu dritt. Dann mache ich Start, oder? Kann ich auf plus 10 machen? Ne, minus 10, minus 10, minus 10, minus 10, minus 10. Dann mach doch! Schätze den Preis. Das sieht pervers aus. Brandneu. Machen wir mal den hier. Machen wir den hier. Bitte lass es richtig sein. Musikinstrument? Was? Das ist doch kein Musikinstrument. Violine. Alles klar. Das ist eine Lampe, die ist gebraucht. Boah, die ist. Die hier ist eigentlich, wenn sie neu ist, sehr teuer. Ich bin mal gespannt, ob ich mit meinem geschätzten Preis überhaupt hinkomme. Was? Keiner hat, also 46 ist schon eine Hausnummer. Die ist gebraucht. Hallo? Was ist das? Eine Wii. Uff. Ich glaube, die ist gar nicht. Oh, sorry. Muss mir dann einen Hustengutti reinwerfen. Ja, war gut dabei. 69, 69. Alter, wie geil. Es zieht sich durch, weil man keinen Plan hat. 69, 69. Einfach geil. Hat was. Ich schätze den Preis. Boah. Ich nehme jetzt den hier einfach. Wird der neue Insider, wenn man keine Ahnung hat. Halt's Maul, 69. Kein Mensch kennt sich aus. 124? Ist es zu viel für Leute, die sich auskennen, oder zu wenig für das hier? Ich hatte nie eine. Ich hatte nie eine gehabt. Panasonic. Brandneu. Japanese. Japanese. Das würden der kosten. Ja, okay. Sind die so teuer? Wirklich? Ernsthaft? Schwierig. Sehr schwierig. Merlin Models. Horworker Woodcock. Aha. Boah, weiß.
Aber das sieht doch alt aus. Das sieht doch wertvoll aus. No. Ich dachte, das ist wertvoll. Wie so eine Uhr. Aber in einem Billo-Karton mit Armband. Komm. Mehr gibt's nicht. Okay. 7 Euro. Perfekt. So ein Scheiß. Strasssteine. Blumen. Oh, wir haben schon wieder sowas. Ninja Turtles war ganz okay, was ich da geschätzt habe. Aber hier haben wir Batman und Robin Edition. Ich sag mal Hey, ihr 70. Pfosten! Heute schon gelacht, oder was? Oh nein. Dankeschön. Danke. Aber ich sitze, glaube ich, vor meinen Alerts. Danke, danke, danke. Danke. 15 Monate. Was haben wir hier? Sag nichts wegen dem Karton von der Uhr. Meine Uhr war auch in einem Karton, hat über 200 Euro. Stinkefuß. Selber Stinkefuß. Nur beide könntest recht haben mit Stinkefuß. Ich hatte Fieber. Brandneu. Boah, ich weiß nicht, was die Sachen so kosten. Ne? Muss gleich niesen. Ne? Schlumpf, Wallauf. Entschuldigung, und wieder ist ein Hamster gestorben. Bei mir läuft die Nase. Wer läuft da nicht? Gesundheit, Gesundheit, Dankeschön. Meine Nase, meine Nase, meine Nase. Ich muss gleich wieder niesen. Die Rotze will raus. Was? Oha. 226. Wie war der Urlaub eigentlich? Habe ich da überhaupt nachgefragt? Weiß es gar nicht. Habt ihr denn heute gegessen überhaupt? Ich hatte heute nur Suppe. Ich schätze, der Preis wird. Da, da, da. Ach, das sind so Schrauben, Digga. Brandneu. Machen wir 15, weil wegen Schrauben. Und? Und? Schraube. Die haben doch wohl die Schrauben locker. Alter. Hilfe. Da hämmer ich nur rohe Nudeln in die Wand, ey. Ja, war richtig geil. Mal wieder richtiges Saufe. Schraube? Bohrer? Das sind Bohrer. Ja, Entschuldigung. Muss mal kurz die Nase stolzen. Oder Rovello. Ha, muss meine Nase putzen. Nur ganz kurz. Nur eine Sekunde Nase putzen. Ja, okay, das war mehr wie eine Sekunde, aber es läuft. Also wortwörtlich, es läuft aus der Nase. Es ist geil. Was soll ich? Ich soll mein Maul halten, hat sie gesagt. Warte, ich muss mich woanders hinschieben. Wo kann ich denn hin hier? Meine Cam ist auch wieder unscharf. Hallo, hier bin ich. Wo kann ich denn hin? Hier nicht, hier sind die Alerts. Hier geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Ja, wo soll ich denn hin hier? Hilfe! Ach, weißt du was? Wir verschieben einfach die Alerts. Aha!
Nee. Wir haben's gleich. Ich suche nur meine Alertbox. Mach mal hierher. Da. Wo ist die Ereignisliste? Wo ist die fucking Ereignisliste? Dingsbums, Dingens da. Dankeschön. War das Falsche. Perfekt. Nee, ist das. Browser. Schminger. Raft. Sprache. Ich hab doch Bruh. kein. Ja, bra, ich find's nicht. Ohne Momento, ich bin nur alt, Mensch. Mädels, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Danke, danke, danke. Sind wir jetzt zufrieden? Ja, jetzt schallert's. Ja. Bin sofort wieder da. Alles gut, kein Stress. Also, muss immer hier. Danke fürs Lurken. Bin mal kochen. Ja. Ich mach nur so kurz, weil ich guck mal, ob wir irgendwo Musik aufmachen können, schnell. Also nur leise Musik, wenn ich den Ordner finde. So. Jo. So. Wollte nur irgendwie leise Musik nebenbei haben. Blöppel. Geht das? Ist das zu laut? Passt das für euch? Ist das zu laut oder angenehm? Ich weiß es nicht. Passt so? Schreit mal ja oder nein. Ist okay. Zu laut, zu leise. Gut. Aufzugsmusik. Es sind nur zwei Lieder in der Playlist, die ich verwenden kann. Also, wir haben hier Schminke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Dinger. Boah, ich glaube 12,99. Safe. Bestimmt. Komm. Lass die Mutti recht haben. Bruder, übertreib. Richtig übertrieben. Ich habe hier sogar noch ein Oreo-Brownie. Oh, schätze den Preis. Kette. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Scheiße kostet. 26,50. Für sowas Hässliches. Verzeihung, schöner das Ansichtssache, aber das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Milita! Ich bin zu laut wahrscheinlich. Nur Ersatzteile. Aha! Wir sind ja was auf der Spur, ne? Ersatzteile.
Ah, die sind, ja. Ich glaube aber, dass der teurer ist. Ich glaube, der ist teurer. Na, gut, dann nicht. Ich wollte nämlich so einen haben. Das zum Zeichnen. Ich kann ja keine Menschen malen. Ich kann immer nur Natur und so. Also können nicht, aber besser als die Menschen. Little Brother. Leon. Chris. Brandneu unverkauft. Ein Fünfer. Mehr gibt's nicht. Steht da schon Namen drin. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur Musterbeispiel war, sind die teurer. Ja, das war jetzt nicht so geil. War nicht so toll. Was ist das? Ach, für die Sauna. Oder? Mit Wasser? Ich glaube. Arbeitskleidung oder was? Ich kenne die Marke nicht mal. Gebraucht. 40. Hey, mehr gibt's nicht. Ja, 112. Am Arsch. Die Sachen, wie teuer die alle sind. Warum? Oh. Oh. Ah. Oh, der ist schön. Gebraucht. Alle zusammen. Okay. Für jede jetzt 125 oder alles zusammen 125? Slowikinko 3. Scam? Eventuell. Oder? 69, 69. Ach, geil. 69, 69. DHL. Was? Was? Mhm. Die. Oh, es ist schön. Es ist sehr schön. Dieses 69 zieht sich hier jetzt den ganzen Abend, meine Freunde. Ein Rasierer. Für die Hand. So. Was rasierst du damit? Wie? Ah, ich will es gar nicht wissen, Leute. Ich will es gar nicht wissen. Ups. Ich habe dann Fehler gemacht. Nur so einen kleinen Fehler. Ich schätze den Preis. $19,90. Geht eigentlich, oder? Voll in Ordnung. Ist ja bestimmt ein Sammlerstück, oder? ÖBB! Hey, Nachbarn. Ja, gut. Interessante Geschichte.